harten Start machen wir auch gleich genauso stimmungsvoll weiter, und zwar mit einer echten Powerfrau hier auf der Bühne. Gemeinsam mit ihrem starken Team hat sie im April das blaue Wunder wahrgemacht. Sie hat gemeinsam mit ihrer Mannschaft das historisch beste Ergebnis bei der Landtagswahl in Salzburg für die Freiheitlichen erreicht und die FPÖ erfolgreich in die Landesregierung gebracht. Einiges ist schon umgesetzt, aber sie hat noch ganz, ganz viel vor. Sie ist noch lange nicht fertig. Einen großen Applaus für unsere Landeshauptmann-Stellvertreterin. Hier ist unsere Marlene Zwanzig. Unglaublich, wenn man da so in die Menge schaut, wie viele heute hergekommen sind. Es tut mir leid, dass nicht jeder einen Sitzplatz hat, aber ich glaube, besser so als anders. Ich will gar nicht wissen, wie so eine Veranstaltung in Zeiten wie diesen bei anderen Parteien ausschauen würde, wenn da die Bundespartei ob Männer zu Besuch kommen. Aber diese Frage stellt sich gar nicht, weil die anderen laden sich ja schon gar nicht mehr ein in diesem Bundesland. Und gleich zu Beginn muss ich euch etwas gestehen. Ich bin nämlich heute weder mit dem E-Bike da, noch mit dem Lastenrad, sondern mit einem echten PS-Monster. Es war nicht mit dem PS-Monster, von dem die Salzburger Kronenzeitung gestern geschrieben hat, sondern mit dem ehemaligen Luxusschlitten vom grünen Landesrat Heinrich Schellhorn, der nur dazu blau ist. Aber es ist eine wunderschöne BMW-Limousine, mit der man immer dann, wenn man ins Gelände fährt, wunderbar aufsitzt. Aber mit dem Autofahren haben es die Grünen halt nicht so, und sie waren halt auch nicht so viel unterwegs im Bundesland, unsere Vorgänger in der Landesregierung, der liebe Heinrich und seine Kurzzeitnachfolgerin, die liebe Martina. Und liebe Freunde, wir sind nicht gewählt worden, um Radl zu fahren, und ich fahre auch kein Protzauto auf eure Kosten. Das ist alles ein Blödsinn, aber das kann man schon einmal verschweigen, wenn man die Salzburger Krone ist. Und lustig ist es schon ein bisschen, die grüne Doppelmoral, weil ihr könnt euch vielleicht ein bisschen erinnern, was die Justizministerin fährt, ein Zimmer BMW, so ein richtiges Wahn. Oder der Bundespräsident, der zwar offiziell mit dem Zugfahrzeug schon fährt, aber nebenbei herfahren lässt nach Graz und sich dann in Graz vom Chauffeur chauffieren lässt. Das ist schon ein bisschen lustig, aber das ist heuchlerisch. Wir Freiheitliche, wir stehen dazu, dass wir gerne Auto fahren, dass wir auch gern schöne Autos fahren, und wir schämen uns halt auch nicht dafür, dass wir im Bundesland unterwegs sind mit Autos, mit denen wir bis zum letzten Bergbahn in diesem Bundesland aufgekommen und auch wieder runterkommen, weil dort kommen wir hin, dort sind wir anzutreffen, im Bundesland bei den Leuten, und darauf bin ich auch stolz, ganz egal, was ihr gefällt. Wunderbarer Anlass, um einmal wieder über das Abo der kommunistischen Freundschaftszeitung, das K in Kronenzeitung steht für KPÖ Plus, nachzudenken, weil da erspart man sich tatsächlich, wenn man sich das Jahresabo da spart, auch eine Tankfüllung fürs PS-Monster. Das geht sich dann auch aus, wenn man da einspart. Aber liebe Freunde, vor gut einem halben Jahr waren wir in einer ähnlichen Runde in der Stadt Salzburg, damals Seite an Seite mit unserem Bundesparteiobmann im Grande Finale des Wahlkampfes zur Landtagswahl 2023, damals in der Hoffnung, dass uns in diesem Bundesland etwas gelingt, was uns noch nie gelungen ist. Und leider ist es uns nicht gelungen, die Führung in Salzburg zu übernehmen. Knapp, aber leider nicht ganz. Und wir haben damals auch nicht genau gewusst, nach diesem fulminanten Wahlergebnis, das großartig war, ob es nicht vielleicht ein bisschen ein teuer erkaufter Erfolg war. Nämlich dann, wenn wir eben nicht in die Position kommen, wenn dieses Wahlergebnis ignoriert wird, dass wir dieses Land gestalten können. Aber es ist uns das Unmögliche gelungen, nach 25 Jahren
das erste Mal drei Regierungsmitglieder der Salzburger Landesregierung zu stellen, das erste Mal überhaupt die Landeshauptmann-Stellvertreterin, den zweiten Landtagspräsidenten und 10 Abgeordnete. Das hat es noch nie gegeben. Damals war es die Hoffnung, jetzt ist es Realität und umso schöner ist es, dass wir unseren Herbert Kickl in dieser neuen Situation in Salzburg empfangen dürfen. Lieber Herbert, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Jetzt drehen wir das Ganze um, jetzt stehen wir an deiner Seite, jetzt geht's in Richtung Nationalratswahl, jetzt geht's in Richtung Projekt Volkskanzler und in die Richtung, dass wir auch in Salzburg das Leben ein bisschen leichter haben, weil oft ist es nicht ganz so einfach mit einer schwarz-grünen Bundesregierung, die uns heute sehr, sehr vieles verunmöglicht. Aber nach 5 Monaten Landesregierung stellt man sich natürlich die Frage, ob wir uns jetzt damit zufrieden geben, dass wir heute jetzt auch mit dabei sind. Definitiv nicht. Ich gebe zu, es ist etwas völlig anderes, plötzlich verantwortlich zu sein für die Geschicke eines Bundeslandes. Verantwortlich zu sein auch für das Schicksal der Menschen in einem Bundesland. Und natürlich, das war für jeden Einzelnen von uns eine Umstellung. Und ganz persönlich, das könnt ihr mir glauben, für mich war das die größte Umstellung und natürlich waren die letzten Monate auch turbulent und eine große Herausforderung. Und die sind auch nicht immer friktionsfrei abgelaufen, das ist auch klar. Aber wer von sich behauptet, alles richtig und alles perfekt zu machen, der macht, glaube ich, in seinem Leben generell nicht allzu viel. Und mir wäre es auch sehr recht, wenn wir all das, was in den letzten 25 Jahren in die falsche Richtung gegangen ist, von heute auf morgen verändern könnten, aber das geht einfach nicht. Aber trotzdem, lieber Herbert, hat sich in den letzten 5 Monaten, seit dem letzten Mal, seitdem du da warst, einiges verändert in diesem Bundesland. Man muss sich vorstellen, diese Autobahn, die die vergangenen Landesregierungen gebaut haben, in die falsche Richtung, die ist relativ massiv. Aber wir versuchen jetzt die Kehrtwende, neue Wege zu bauen, neue Autobahnen und die bauen wir in eine andere Richtung. Kehrt machen, neue Wege einschlagen und dann an Geschwindigkeit aufnehmen. Da sind wir gerade dabei. Und apropos Geschwindigkeit, seit vorgestern ist nach 18 Jahren der Lufthunderter auf der Dauernautobahn in Salzburg. Ist das Thema jetzt wirklich so wichtig? Ist das Thema jetzt wirklich so prioritär? Darüber kann man schon diskutieren angesichts der vielen Krisen und Herausforderungen, die wir aktuell so zu meistern haben. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht um eine Grundeinstellung und es geht darum, wie man an Politik herangeht und wie man Politik macht. Und ein Tempolimit mag ein ganz kleines Thema sein, aber es ist Ausdruck einer Ideologie, einer Grundeinstellung. Und es ist eben nicht die unsere Einstellung, dass wir an sowas festhalten. Im Gegenteil, wenn man solche kleinen Dinge einfach lösen kann, dann sind es halt wir Freiheitliche, die die Pflicht haben, diese Dinge auch zu lösen. Und genau das haben wir da. Und genau das zeigt unsere Grundeinstellung. Weil mit den Grünen, könnt ihr euch vorstellen, dass das passiert wäre? Vermutlich nicht. Und so sind jetzt etwa 5 Monate vergangen, aber gelöst haben wir in dieser Zeit schon recht viel. All das, was in den letzten 10 Jahren von der Fundamentalpolitik der Grünen heute verhindert worden ist. Ein paar kleine Beispiele, die Europark-Erweiterung, der Abschluss des ersten Wolfes in Salzburg. All das wäre nie gegangen. Und ein weiteres Relikt, dessen Abschaffung wir in Opposition über Jahre gefordert haben, mit zig Anträgen, die ORF-Landesabgabe. Eine Entlastung für Salzburg von 13 Millionen Euro. Abgeschafft. Und das ist auch eine Einstellungssache, ob man das macht oder nicht macht. Wir haben es einfach gemacht. Und wenn ich euch sage, dass wir, wenn wir nicht in Regierungsverantwortung wären, dann Antrag um Antrag gestellt hätten, um dieses Relikt abzuschaffen, dann wären sie halt nie angenommen worden, diese Anträge, und wir hätten sie nie umsetzen können. Also auch da hat sich einiges geändert. Und angesichts der Teuerung kommt man jetzt in Salzburg auch sagen, gut, wir stecken den Kopf in den Sand, schuld ist die schwarz-grüne Bundesregierung, wir können da nichts ändern, wir können da nichts tun. Aber im Gegenteil, wir haben versucht, jenen zu helfen, die unsere Hilfe am dringendsten brauchen. Der Heizkostenzuschuss, den wir verlängert haben, den wir aufgestockt haben,
wo wir diejenigen sind, die federführend sind, dass man den Bezieherkreis auch ein bisschen ausweitet, weil man halt teilweise zu viel verdient, dass man den kriegt, aber zu wenig, als dass es ausgeht. Die Wohnbeihilfe, die wir zusätzlich verstärkt haben, das waren auch wir, unser Landesrat, der Martin Zauner, der nicht tatenlos zuschaut und sagt, naja, ist halt ein bisschen teurer bei uns im Bundesland, der angreift, wo man zum Angreifen hat und der dieses Netz, dieses Wichtige auch verstärkt und weiter aufspannt. Gleichzeitig sind wir uns aber schon auch bewusst, dass all jene, die zwar genug verdienen, um von diesem Netz nicht aufgefangen werden zu müssen, auch unter Druck sind, extrem unter Druck sind. Diejenigen, die arbeiten gehen Tag um Tag, die ihre Familie ernähren, für die es trotzdem nicht ausgeht. Auch auf die schauen wir, damit sich die etwas schaffen können. Eigentum in Salzburg. In den letzten 10 Jahren eine Fantasie, eine Utopie. Aber genau da setzen wir jetzt an, nach dem Höhepunkt der Untätigkeit in den letzten 5 Jahren durch den NEOS im Wohnbauressort. Und genau dort versuchen wir jetzt auch für die Leistungsträger in diesem Bundesland wieder etwas möglich zu machen, damit sie die was aufbauen können, damit ihnen was gehört, damit sie eben nicht abhängig sind vom Staat, von der öffentlichen Hand und vom Land. Und jetzt kann man sich natürlich denken als Freiheitliche, naja, nehmen wir halt ein paar Wohlfühlressorts, wird schon nichts passieren. Aber genau das haben wir uns eben nicht gedacht vor 5 Monaten. Wer, wenn nicht wir, sollen diese Themen angreifen? Das Wohnen, die Pflege, das Thema Asyl. Wenn wir als Freiheitliche da nicht hingreifen und keine Verantwortung übernehmen, wer denn dann? Und uns ist völlig klar, dass es da vieles gibt, was in Scherben liegt, was neu aufzubauen ist. Aber wir scheuen nicht davor zurück, wir drucken uns nicht davor und wir nehmen genau diese heißen Eisen. Und das machen wir nicht, weil wir auf die nächste Wahl in 5 Jahren schauen, sondern das machen wir aus Überzeugung, weil wir jeden Tag in dem Gedanken aufstehen und wieder ins Bett gehen, dass wir dieses Bundesland besser machen wollen und das in erster Linie für euch und nicht für uns und nicht für das, was in 5 Jahren ist, sondern damit man irgendwann einmal in diesem Bundesland auch wieder sagen kann, ja, mit uns hat sich etwas verändert, ja, mit uns ist dieses Bundesland lebenswert und das könnt ihr uns glauben, da stecken wir jegliche Energie jeden einzelnen Tag hinein. Lebensverbesserung in diesem Bundesland ist es, wenn man die Illegalität und die Kriminalität in Salzburg, die wir auch haben, zurückdrängen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen diese Woche. Große Aufregung, weil wir das kleine Glücksspiel in Salzburg legalisieren. Warum? Das muss man ein bisschen erklären. Weil wir insbesondere in der Stadt Salzburg kriminelle Strukturen und mafiöse Machenschaften haben mit dem illegalen kleinen Glücksspiel. Und das könnt ihr euch verallgegenwärtigen, wenn ihr einmal durch die Ignazarerstraßen fahrt, durch Lehn, durch Itzling, die Wettbüros, die sich aneinanderreihen, zwischendrin einmal ein Dönerladen oder irgendein Kosmetikstudio, ein lustiges, wo noch nie jemand ein- oder rausgekommen ist. Und genau in diesen Bereichen findet das statt. Millionen, die dort erwirtschaftet werden mit Spielsüchtigen, auf Kosten der Spielsüchtigen. Und wir haben nicht nur ein Beispiel, wo dann die Familie derer bedroht werden, erpresst werden, wo Millionen gemacht werden, die wiederum in illegale Machenschaften gehen. Und ich glaube, ich brauche euch jetzt auch nicht erklären, alle die, die Lehn und Itzling, Elisabeth Vorstadt kennen und die Bevölkerungsstruktur dort kennen, in welchem Milieu sich das abspielt. Und was... Was machen wir jetzt? Wir entziehen diesen Menschen die Geschäftsgrundlage. Wir schauen, dass wir das Ganze legal machen, damit wir als Land Salzburg Verantwortung übernehmen, damit wir Spielsüchtigen helfen können, damit wir dort den Spielerschutz, den Jugendschutz ausbauen können, damit wir einen besseren Zugang haben, damit wir Hilfe anbieten können und vor allem, damit wir diese Millionen aus den kriminellen Strukturen herausziehen und alles, was damit dann in weiterer Folge stattfindet, auch nicht mehr möglich machen. Und dass das funktioniert, sieht man auch in anderen Bundesländern. Dort, wo es nämlich legalisiert worden ist, dort wird das illegale Glücksspiel zurückgedrängt und wir haben teilweise, Gott sei Dank, nicht mehr diese Strukturen, die wir in Salzburg haben. Und was wird sich auch noch verändern, auch wenn man es uns jetzt vielleicht noch nicht glaubt, aber in ein paar Jahren werdet ihr durch Lehn fahren, werdet ihr durch die Ignazarerstraßen fahren und durch all diese Viertel und ihr werdet sehen, das Stadtbild, das wird sich verändern. Und zwar zum Positiven. Ich glaube, ich muss nicht weiter ausführen,
was ich damit meine, wir sehen es jeden Tag, wenn wir irgendwo in diesen Bereichen unterwegs sind. Was allein ein bisschen seltsam ist, dass sich da Kommunisten und Grüne sowas dagegen wehren, dass man diese Geschäftsgrundlage entzieht, dass man diese Kriminellen, die dort unterwegs sind, dass man diese mafiösen Strukturen zerschlägt. Bei den Sozialisten wundert es mich nicht, weil jeder, der sich ein bisschen in der Szene auskennt, der weiß auch, wer die Lokalvermieter teilweise sind für solche Machenschaften. Also die SPÖ hat da schon auch offensichtlich ein Interesse, das zu verhindern, dass wir diese Geschäftsgrundlage entziehen. Aber dass sich jetzt die Salzburger Kronenzeitung gemeinsam mit den Kommunisten, ich habe schon mal gesagt, das K steht für KPÖ Plus, auf die Seite der Kriminellen in der Stadt Salzburg stellt und nicht gegen die Verwahrlosung unserer Stadt antritt, das wundert mich schon ein bisschen. Und das muss ich auch in dieser Deutlichkeit ansprechen, weil der einzige Experte, den die fragen, ist der Kommunist. Bei anderen seriösen Zeitungen, da fragen sie wenigstens die Finanzpolizei, da fragen sie den Spielerschutz, da fragen sie das Institut für Abhängigkeit und die sagen alles eines, das, was die Freiheitlichen da machen, das ist grundrichtig, das ist vernünftig und da stehen wir dahinter. Aber so unterscheiden sich heute die Anzeigen. Und auch ein anderes Thema gibt's, das uns längst nicht mehr nur aufregt, das uns eigentlich nur verwundert zurücklässt, wenn man sich anschaut, dass nach wie vor in der Bundesregierung, nach wie vor in der Europäischen Union da keine Vernunft einzieht, nämlich das Thema Asyl. Wir haben in Salzburg jetzt einen Asylkoordinator eingesetzt. Nicht, weil wir eine neue Liebe zu diesem Thema gefunden haben oder sonst was. Mir wäre viel lieber, wir müssen uns mit dem allen nicht beschäftigen. Sondern weil wir eben auch da nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht darauf warten, dass einmal eine Bundesregierung tätig wird, sondern wir wissen und die Notwendigkeit sehen, dass wir die Salzburger entlasten, den Steuerzahler entlasten und sie bewahren bzw. Schaden von ihnen abhalten wollen. Und wir setzen uns zwar, ihr habt es vielleicht gelesen, für die Wiederaufnahme der Flugverbindung zwischen Salzburg und Wien ein. Mir wäre es aber lieber, wenn aus dem Salzburger Flughafen die Flüge direkt in Richtung Heimatländer zurückgehen würde. Das liegt aber leider nicht in unserer Kompetenz in der Landesregierung. Das wäre aber schön, wenn eine nächste FPÖ-Bundesregierung das wüsste. Eines mit diesem neuen Weg. Wir wollen verhindern, dass plötzlich in friedlichen Siedlungen mit Einfamilienhäusern, mit Salzburgern irgendwelche das schnelle Geld ziehen und da Asylquartiere aufmachen, wo es bis dato keine Probleme, keine Konflikte gegeben haben. Das wollen wir nicht. Wenn wir schon die Misere der Bundesregierung ausbaden müssen, dann so, dass wir die maximale Kontrolle haben, dann so, dass wir restriktiv in diesen Quartieren auch vorgehen, mit einer eindeutigen Erfüllung von Pflichten, kein all-inclusive Wellnessurlaub, im Gegenteil, Anforderungen, Aufgaben und Pflichten. Und wer zu uns kommt und wen wir schon als Landesregierung leider nicht heimschicken können, weil die Bundesregierung die Unfähigkeit an den Tag legt, der soll uns zumindest nicht zur Last fallen, der muss seine Pflicht erfüllen und auch genau daran arbeiten wir und da werdet ihr in den nächsten Wochen und Monaten auch noch einiges hören, wo wir anziehen und wo wir nicht nur fördern, so wie in anderen Bundesländern, sondern vor allem eines tun, fordern. Und eine echte Veränderung. Und eine echte Veränderung, die wird es dann geben, wenn wir diese Bundesregierung nächstes Jahr ausgetauscht haben. Dann wird es den Turbo geben. Dann wird es den Turbo geben und dann wird alles doppelt so schnell und doppelt so gut gehen. Und da sind wir auch schon beim Thema. Wir brauchen Freiheitliche auf allen Ebenen in Verantwortung. Und wir haben im Sommer 2023 den Anfang gesetzt und es geht jetzt weiter mit einer klaren Anforderung an uns, dass wir auch auf anderen Ebenen diese Veränderung herbeiführen. Wir haben im Sommer uns diese Herausforderung gestellt, wohl wissend, dass wir als Partner in einer Koalition nicht 100% durchbringen werden können und auch nicht alles zu 100% umsetzen können. Deswegen habe ich zu Beginn gesagt, leider haben wir es nicht geschafft, auf Platz 1 zu sein, die Führung zu übernehmen. Aber eins garantiere ich euch, nächstes Jahr wird uns das gelingen auf Bundesebene. Dort werden wir die Führung übernehmen und dann schafft es alles noch mehr. Aber wofür sind wir gewählt? Wir sind dazu da und gewählt und auch in dieser Landesregierung, um zu arbeiten, um umzusetzen.
Tag für Tag. Und das tun wir. Wir sind ja nicht zum Streiten gewählt. Was passiert, wenn man nur mehr streitet, jeden einzelnen Tag? Das seht ihr momentan ganz wunderbar an der schwarz-grünen Bundesregierung. Da geht überhaupt nichts mehr weiter. Eigentlich wäre es gescheiter gewesen, schon vor einem Jahr zu wählen, weil das, was in diesem Jahr weitergegangen ist, das war jetzt nicht unbedingt positiv für die Weiterentwicklung des Landes. Im Gegenteil, Stillstand, faule Kompromisse und eigentlich nur negative Auswirkungen für uns alle. Und ich weiß auch, dass der ein oder andere sich vielleicht fragt, warum ich nicht mehr regelmäßig in die Wohnzimmer aus 24 rausschaue und dort bei Diskussionen bin. Aber unsere Priorität, die liegt ganz klar in Salzburg. Und Salzburg braucht unsere hundertprozentige Aufmerksamkeit. Und dafür bin ich auch da, um in Salzburg das voranzutreiben und diesen Weg mitzugehen, den uns der Herbert in Wien auch vorgibt, in Richtung Bundeskanzler, in Richtung Veränderung und nicht für die Toten von heimischen Wählern. Und wir wollen in 5 Jahren in diesem Bundesland eine Bilanz vorweisen können, dass sich dieses Bundesland verändert hat, dass die Spuren der Grünen, für die sie zu lange Zeit hatten, nicht mehr erkennbar sind, aber die Spuren von uns Freiheitlichen allgegenwärtig. Und das ist unsere Aufgabe, das ist meine Aufgabe. Und in 5 Jahren, liebe Freunde, glaube ich, muss ich jetzt nicht aussprechen, was dann unser Ziel ist in diesem Bundesland. Ihr könnt es euch vorstellen und dafür gilt auch unsere ganze Kraft, dass ihr in 5 Jahren sagen könnt, die Freiheitlichen, die haben das gut gemacht, aber jetzt wollen wir sie nicht nur mit dabei, jetzt wollen wir sie in Führung und jetzt wollen wir sie nicht nur auf 5 Jahre, sondern über diese 5 Jahre hinaus, damit die Veränderung auch nachhaltig wirkt und nachhaltig bleibt. Natürlich, wir können nicht alles anders machen in kürzester Zeit, aber wir können sehr, sehr vieles besser machen. Und wisst ihr, was auch mein Ziel ist in dieser neuen Aufgabe und Herausforderung? Mein Ziel ist es, Politik mit Anstand und mit Hausverstand zu machen. Politik, auf die man in diesem Land auch wieder stolz sein kann. Politiker zu haben, die ehrlich sind, aufrichtig sind, heute auch einmal anecken, aber für die man sich nicht genieren muss. Politiker, die einmal einen Fehler eingestehen können, wenn sie einen Scheiß gebaut haben, aber die auch dazu stehen, so wie wir das alle jeden Tag tun. Politiker, denen es egal ist, wie sehr sie Journalisten jeden Tag zerreißen, weil sie wissen, dass sie den richtigen Weg auch gehen. Politiker, die am Boden bleiben, die Empathie haben, die Verständnis haben und die auch Probleme nicht kleinreden, nur weil man selbst nicht davon betroffen ist, aber genau aufgrund dieser Nichtbetroffenheit jeden Tag alles dafür geben, dass das Leben für euch besser wird, dass das Leben fürs Bundesland besser wird. Und wir, liebe Freunde, wir haben uns nicht verändert. Keinen Millimeter haben wir Salzburger Freiheitliche uns verändert. Aber wir haben jetzt andere Aufgaben und wir haben Verantwortung für euch, für dieses Bundesland. Und mit diesem Gedanken, das habe ich schon gesagt und auch das ist allgegenwärtig, gehen wir jeden Tag neue Herausforderungen an und lösen die Probleme. Aber das könnt ihr mir glauben, es gibt keinen einzigen Tag, wo wir uns nicht alle vergegenwärtigen, für wen wir das machen. Nicht für uns, aber wenn es uns andere gerne mal unterstützen, weil ihnen nichts mehr anderes einfällt an Kritik, sondern für euch, ganz allein für euch, für dieses Bundesland und für Salzburg. Kommendes Jahr kommt ein Schicksalsjahr auf uns zu. Es beginnt mit der Gemeindevertretungswahl in Salzburg im März, wo wir mit einer lange nicht dagewesenen Stärke ins Rennen gehen werden. Mit neuen Ortsgruppen, mit Bürgermeisterkandidaten, wo wir die Chance haben, dass wir uns auch dort breit aufstellen und dass dann nicht immer nur schwarze oder rote Bürgermeister unsere Ansprechpartner in der Landesregierung sind, sondern dass da einmal ein Blauer steht, dem wir weiterhelfen können und auch jemand, der zeigt, dass wir Verantwortung auch auf Ebene der Gemeinde können. Aber eine ganz wichtige Wahl ist auch die Stadtwahl am 10. März. Könnt ihr euch vorstellen, in der Stadt eine links-linke Mehrheit zu haben? Aus Sozialisten, Kommunisten und Grünen. Könnt ihr euch vorstellen, was sich dann in dieser Stadt verändern wird? Wie sich das Stadtbild verändert wird? Könnt ihr euch vorstellen, wenn die kommunistischen Moralaposteln, wo dann die Moral weg ist, aber die Posten halt bleiben, plötzlich Wohnungen bauen, für wen? Wahrscheinlich nicht
für die Salzburger. Wer dort einziehen wird? Wahrscheinlich nicht wir Salzburger. Wenn sie sich schon dagegen wehren, eine Grundvoraussetzung mitzutragen, nämlich dass man der deutschen Sprache mächtig ist, wenn man eine geförderte Wohnung in diesem Bundesland haben will. Das ist einmal die Grundvoraussetzung, die sie ablehnen. Und dann müssen sie auch schon begreifen. Und auch das werden wir in der Landesregierung umsetzen, dass man keine geförderte Wohnung mehr erhält, wenn man der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Die Stadt Salzburg wird nicht mehr wiederzuerkennen sein, wenn wir das zulassen, dass wir dort eine linke Mehrheit haben. Und da sitzt der, der das verhindern wird. Unser Paul, der die einzige Kraft ist, der diese linke Mehrheit verhindern kann. Auch für die folgende Wahl, für die EU-Wahl, die uns alle etwas angeht. So sehr uns die EU auch oft anzipft und so oft man uns auch denken, na, da rede ich gar nicht mit, das interessiert mich nicht. Wir merken jetzt, wie fremdbestimmt wir sind. Wir merken jetzt, wie viel Souveränität wir abgeben müssen, was wir im Land Salzburg gar nicht mehr selbst entscheiden können, weil es uns auferlegt wird, weil wir es umsetzen müssen, weil uns sonst die EU droht mit Vertragsverletzungsverfahren und allerlei lustigen Dingen, die dann die eigene Bevölkerung wieder ausbaden kann. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch dort zur Wahl gehen und auch dort zeigen, was wir wollen, nämlich Veränderung und starke Freiheitliche auch auf dieser Ebene. Aber die wohl wichtigste Wahl nächstes Jahr wird die Nationalratswahl. Ich habe gesagt Schicksalsjahr und das wird auch eine Schicksalswahl. Damit sich nämlich wirklich was bewegt und verändert, brauchen wir eine freiheitlich geführte Bundesregierung. Nicht mit dabei, sondern in Führung als Erster. Und keiner steht so sehr für diese Veränderung und für diesen neuen Weg wie unser Bundesparteiobmann. Nicht als Dritter, nicht als Zweiter, sondern als das, was uns in Salzburg knapp nicht gelungen ist, nämlich als Erster, als Kanzler. Jawohl! Ländern begonnen. Wir waren im Sommer kurz vor dieser mit großer Hoffnung erwarteten Wahl und wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann werden wir ein ganzes Stück weiter sein auf diesem Weg der Veränderung. Und diese Republik, die braucht einen Kanzler Herbert Kickl, um wieder zur Vernunft zu kommen. Wir brauchen dich, um in den Ländern starke freiheitliche Politik umsetzen zu können. Noch stärker, als das bis jetzt doch schon der Fall ist. Und daran werden wir gemeinsam arbeiten. Da werden wir alles geben dafür. Bitte helft uns dabei, alle miteinander, bitte unterstützt uns dabei. Auch wenn viele, viele Wahlen vor uns stehen, aber jede einzelne ist wichtig. Aber diese Wahl ist die wichtigste, die wir Freiheitliche je zu schlagen gehabt haben. Und in spätestens 12 Monaten, zu genau dieser Zeit, wird dann der Herbert Kickl als Kanzler, als Erster die neue Bundesregierung antreten.